Leute, zu einem neuen Tipp-Video, leider nur am Samstag. Ich, ähm, ja, mit ging es gerade gestern nicht so gut, hat auch zu viel zu tun. Konnte leider das Spiel Wolfsburg gegen Bremen nicht sehen. Ähm, ja, Wolfsburg, Bremen, irgendwie gefühlt die gleichen Mannschaften, wegen des Logos. Äh, ja, 5 zu 3, irgendwie habe ich ein Déjà-vu. War das gleiche Ergebnis 2014, 15 nicht schon mal. Ich glaube schon, oder war es ein 5 zu 2? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das waren 5-3. Keine Ahnung. Äh, bevor ich hier anfange und bevor sich Leute hier beschweren, ich bin kein Fußballexperte. Ich bin kein Fußballexperte. Ich bin nur Fußballfan und Fußballzuschauer. Ich habe jetzt nicht die große, größte fachliche Ahnung vom Fußball. Ich weiß jetzt nicht. Ähm, die Taktik von äh, den und den oder ich weiß nicht äh, welche Spieler im WM Finale äh, 19 ja keine Ahnung 1930 waren da, da habe ich gar keine Ahnung äh, ich weiß jetzt ähm, einige Dinge weiß ich aber ich bin jetzt nicht äh, 30 Jahre alt und habe auch ähm, 25 Jahre Fußball geguckt deswegen äh, bevor ich was falsch sage bitte ähm, Schreibt sachlich in die Kommentaren und ja, wenn ich mich auch vielleicht ein bisschen verbessern kann. Und ja. Ja. Dann Dortmund gegen Köln. Ähm, Dortmund, Köln. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, wie es jetzt aktueller stand ist. Haben die jetzt eine Fanfreundschaft oder haben die jetzt nicht? Ist jetzt eigentlich auch egal. Keine Fans im Stadion. Also, ähm, weiß ich, eine Fanfreundschaft. Finde ich nicer, wenn so irgendwie. Zum Beispiel bei Nürnberg und ähm, Nürnberg und Schalke. Wenn auch Stadion wieder voll ist und also so eine schöne Choreo ist. Nice. Ja, Dortmund-Köln. Da habe ich einen ja, 3-0-Sieg für Dortmund gegen Köln. Äh, die Frage ist halt, wie viele Tore wird Haaland schießen? Ich sage sogar, er macht sogar einen Zweierpack. Leipzig gegen Bielefeld. Wenn ihr euch fragt, was ist los? Äh, ich habe ähm, ja, Dark Mode an. Angenehmer für die Augen. Leipzig gegen Bielefeld am liebsten... Möchte ich einen 5-0-Sieg äh, für die Bielefelder. Aber leider gewinnen die Leipziger das Spiel 3-0. Zu, zu Heim. Union. Union Berlin gegen Frankfurt. Es läuft aktuell bei Union. Bei Frankfurt. Ich die Tabelle nicht. Ich glaube so. Mittel. Mittel. Ich glaube. Weiß ich. Wenn ihr Frankfurt-Fans seid. Seid ihr zufrieden mit dem Start von Frankfurt oder seid ihr nicht? Sag mal. Ähm, ja, ich tippe hier langweiliges 0-0. Augsburg gegen Freiburg. Bei Freiburg muss es auch wieder langsam laufen. Die rutschen auch mal langsam weiter nach unten, noch. wenn ich härter sehe, wie weit unten sie sind. Sage ich einfach mal eins äh, 1 zu 1. Mag beide Mannschaften. Stuttgart gegen Bayern München. Hier tippe ich ein äh, Sieg für die Bayern. 3-1. Puh. Gladbach gegen Schalke. Das letzte Bundesligaspiel, das Schalke gewonnen hat, war zu Hause gegen Gladbach. Ein 1 zu 3 Sieg oder 2, zwei, 3? Zwei, nee, oh, los, Oh, weiß ich nicht mehr. Das war so lange her, wo Schalke das letzte Mal in der Bundesliga gewonnen hat. Keine Ahnung. War ich da überhaupt geboren? Nein. Ich hatte das irgendwie das Gefühl. Ja, weiß ich, was ich tippen soll. Ähm. Ja, ich musste gerade kurz die Aufnahme beenden. Ähm, ja, bisschen stressig, wenn auch ein kleiner Geschwister und die im Hintergrund rumschreien. Ja, was soll ich nochmal sagen? Ähm, ähm, Leute, bevor ihr ähm, was in den Kommentaren schreibt, ähm, was ihr am Ende bereuen wird, denkt daran, was ich ähm, zum Spiel Bayern gegen Hoffenheim gesagt habe. Und vergesst nicht, was ich gesagt habe im äh, WM-Finale -WM kommt, 2018. Vergisst das Ganze nicht. Und ich sage, Schalke gewinnt 1-0. Irgendwann muss es passieren. Und lustig wäre es, wenn es gegen Gladbach passieren würde. Schalke gewinnt das erste Spiel. Ah, Leute. Ja, ich glaube nicht dran, aber. Ich glaube nicht dran, aber. Ähm, ich glaube, dass Gladbach gewinnen wird. Aber, falls es doch passiert, dass Schalke gewinnen wird, wäre ich der Erste, der es getippt habe. Ich tue so, als hätte ich am Ende ähm, das richtig habe. Und in irgendeinem best of steht. schneide ich diesen. Ähm, Text jetzt raus und falls Schalke doch gewinnt, dann ähm, ja, schneide ich raus, dass ich gesagt habe, dass ich eigentlich meine, dass Gladbach gewinnen wird. Aber ja, vielleicht ist am Ende doch recht. Ja. Leverkusen gegen Hertha, tippe ich 3-1. Leverkusen ist immer noch ähm, mit Wolfsburg unbesiegt, das finde ich immer noch traurig. Ähm, ja, Wolfsburg wird deutscher Meister. Lulu, da schreibe ich einfach mal im Titel. Oder soll ich reinschreiben, Schalke gewinnt? Ein Wolfsburg wird deutscher Meister, das schreibe ich im Titel. Ja, Mainz gewinnt 0-1 gegen Hoffenheim. Und das war's eigentlich. Äh, ich wollte die Tabelle zeigen, aber ich habe hier oben vergessen, dass die alten Tipps noch da sind. Da habe ich gar keinen Tipp, richtig. Also von Ergebnis her, ja, dass äh, Dortmund gewinnt, ja, das wusste ich. Und das Union gewinnt, das wusste ich auch. Und das Wolfsburg gewinnt auch. Aber ja, das war's in ein Video. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ja, ähm, eure Tipps in die Kommentare. Ruhe und Frieden, Diego, Maradona. Ähm, Gott hat seine Hand zurück. Legenden besagen, dass Maradona gerade mit Jesus eine Lein Koks zieht. Ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.